Hi Leute, herzlich willkommen bei Unlimited Cruise und ich bin so ein Idiot, ich bin so dumm. Los, renn gegen irgendwas. Ich hätte das mit Lager ein bisschen wörtlicher nehmen sollen. Einfach entnehmen und hier ist die Seekönigangel. Yay! Endlich! Ja, ich bin ein Idiot. Ah, und das sind sogar noch... Sind das Items von damals? Sieht fast so aus, irgendwie. Komisch. Ich suche natürlich die ganze Zeit im Lager nach einer Kiste, wo ich die Angel rausnehmen kann, so wie die Spitzhacke und alles andere. Aber darauf kam ich nicht. Egal, los geht's. Nicht noch mehr Zeit verschwenden. Naja, wir kamen sowieso auch ohne die Angel voran, deswegen macht es auch nicht so viel. Aber... Das ist schon ein bisschen fällig. Ein bisschen. Naja. Bam. Ja, und ihr habt recht, Schmettern ist auch heftig. Nein. Kriegt mich nicht. Naja, ihr kriegt mich, solange ich keine SP habe. Dann kriegt er mich, ja. Und du lässt ein goldenes Ei fallen. Ja, wenn man nicht direkt auf dich zurennt. So wie ich das gerade tue. Wie sind die Marinertypen? Die waren vorhin noch nicht da, oder? Naja, egal. No. Don't want. Special-Technik einsetzen und so. Egal. Zip. Jetzt haben wir alles, was wir schon upgrade haben. Und tatsächlich, die Stufe der Angel ist immer noch dieselbe wie letztes Mal. Da unten. Immer noch Seekönig. Angel-Level Max. Schnur-Level Max. Yay. Alles voll. Das heißt, wir können hier getrost weitermachen und erstmal zum nächsten Event, das aber nicht hier ist, sondern da draußen. Und dann rechts hoch. Ich hänge schon wieder auf meinem Spuckschutz. Popfilter, wie auch immer. Und der schmeckt ziemlich gut. Egal. Ist da oben noch eine kleine Hilfe? Hi. Bam. Na, schade. Das nehme ich mal noch mit, wobei wir müssen eh nicht mehr wirklich was kochen oder so. Nur noch trainieren eigentlich. Bam. Schmettern ist ziemlich stark, da habt ihr schon recht. Vollkommen, ihr habt immer recht. Was würde ich tun, wenn ich euch nicht hätte? Irgendwie zu mir selber reden. Aber egal. Zip, ganz viel Nektar. Ein Kampf in der Höhle. Wo es windet, glaube ich, immer noch. Schau mal, wir werden von Piraten angegriffen. Keine Sorge, Gabri, ich kümmere mich um sie. Das war ein anderer Dialog als damals. Muss mal in den Episoden nachschauen. Dann kann ich endlich die Frage beantworten, ob es hier unterschiedliche Dialoge gibt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ab und zu andere Dialogmöglichkeiten gibt. Je nachdem, welchen Charakter man gerade draußen hat. Bam, 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 bam. Aufladen, Level 6. Sehr schön. Du auch. So, das soll auf jeden Fall für eine Heilkapsel reichen. Nice. Und natürlich müssen wir immer noch unsere Galerie und so vervollständigen. Aber erstmal wird Chopper noch weiter trainiert. Na, vielleicht wechsle ich auch den Charakter. Immer ein bisschen Abwechslung hier, richtig. Wobei, das größte Training geht eh auf der nächsten Insel. Deswegen werde ich davor, denke ich mal, nicht extra trainieren. Wieso soll ich auch extra trainieren, wenn es einen Ort gibt, an dem man genial trainieren kann? Bam. Und da viele Erfahrungspunkte auf einmal gibt. Nö. Wenn mir das Spiel diese Möglichkeit bietet, dann benutze ich die auch ausnahmslos. Man kann aber schmettern und dann direkt A machen, dann lässt er den ersten Schlag weg. Okay. Wow, Chopper, du warst der Hammer. Ey, wisst ihr, Komplimente machen mich nicht glücklich. Gono Yado. Chick Show. Egal. Hier links war ein Event. Right? Right. Können wir das gleich machen? Hier können wir bestimmt draufklettern, wenn wir eine Leiter hätten. Ich baue später eine. Können wir sogar beinahe schon machen. Brauchen wir nur ein bisschen Bambus. Haben wir schon mal die Abkürzung. Okay. I'll take that. Hi. Wow, ich treffe nichts. Nichts zu treffen ist natürlich auch schön. Nein. Nicht jeder darf sich verwandeln. Ach, hier lade ich nicht mehr meine Ausdauer auf. Das ist natürlich doof.
Aber das geht immer noch. Und ist immer noch stark. Yay. Chopper FTW. Jetzt noch ein bisschen was einsammeln. Das Eis nehme ich auch mit. Da hinten rein der Pandaman mit seinem Kumpel rum. Wer ist das eigentlich? Kann mir das jemand sagen? In der Serie tauchte immer nur ein Pandaman auf. Ich fand es ja cool, als was war's? War's bei Buggy? Also auf Impel Down. Als Luffy und so ausbrechen. Sieht man ja auf der Gefangenenliste von Impel Down. Den Pandaman. Direkt. War, ich glaube, unter Buggy war's. Auf jeden Fall fand ich es ganz cool. Kleines Detail. Ich kann mich leider nicht mehr ans Kopfgeld, den er hatte, erinnern, aber hey. Da unten geht's auch zu einem Event, also why not? Oh, da! Schum! Aber ihr seid mir egal. Schupp. Und da brauchen wir... Au. Oh, voll hin in den Eiszapfen gesprungen. Na gut. Frankie, könntest du uns hier einen Weg durchbahnen? Was glaubst du, wer ich bin? Deine Handlanger? Oh, ich verstehe. Du willst es wohl nicht anders. Oh, wenn er mich so aussieht, heißt das nichts Gutes. Hör zu, Frankie. Bau lieber den Tunnel. Ich habe gerade Lust bekommen, einen kleinen Tunnel zu bauen. Ich fange dann mal an. ja, das kommen wir erst später. Aber egal, hier gibt es sehr viel zum Trainieren. Sehr viel zum Trainieren. Nicht die schon wieder. Ey, Moment mal, so viele? Yay. Ha, ihr habt jetzt gedacht, ich setze einen anderen Attack ein, oder? Bam, 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 bam. Please don't transform. I hate it, when you transform. Hier windet's. Ach du Scheiße, das hatte ich ganz vergessen. Ah, komischerweise können wir trotzdem unser Schmettern einsetzen. Albert, Schmettern kostet kein SP, ich bin Idiot. Okay. Ah. Nein, aufstehen. Ich lasse dich nicht so leicht sterben. Bam, 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 bam. Okay. Doof, dass sich das Blaue nicht mehr so auflädt wie in Unlimited Adventure. Da hat uns eine Anzeige praktisch gesagt, wenn wir wieder schütteln können. Aber da konnte man es auch nicht so häufig machen. Glaube ich. Bam, 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 bam. Kaputt. Ja auch. Haha. Taskerei. Schum. Taskerei. Was heißt das? Taskere heißt, heißt retten. Also das ist die, ist das die Befehlsform? Ich glaube, das war die Befehlsform. Und, Taskeru heißt, glaube ich, retten. Also die Grundform des Verbes. Bam, 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 bam. Hab mir ja schon öfters überlegt, ob ich mal einen Japanischkurs machen soll. Also einen für wirkliche Anfänger, weil ein Semester Japanisch reicht auch nicht arg viel mehr aus als für Anfänger. Dum, 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 dum. Aber so die Grundbegriffe, und ich habe hier auch noch einen sehr guten Japanischkurs von der Uni Duisburg, den man sich kostenlos runterladen kann. Bam, 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 bam. Das reicht nicht? Nein. Ach, der ist doch zu früh. Bam, bam, bam. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich da mal in die Kommentare packen, den Link dazu. Den habe ich mir mal irgendwann ausdrucken lassen von einer, so einer Printshop-Ding. Waren ziemlich viele Blätter. Bam, aber da steht alles drin. Also wenn man den Kurs durchmacht, dann könnte man wirklich richtig Japanisch. Ich habe ihn angefangen. Und dann habe ich mitbekommen, dass es bei uns eben einen Japanischkurs bei unserer Hochschule gibt. Brr, ich friere mir hier die Nase ab. Kälte macht mir nichts aus. Wie sieht's bei dir aus, Luffy? Hm? Ah, mir ist kalt. Das hat ganz schön lang gedauert. Ja, den Witz haben wir schon mal gehört irgendwie. Naja, gut. Und da sagt Chopper schon wieder, Kälte macht ihm nichts aus. Macht ihm aber was aus. Moment, wieso lade ich jetzt wieder auf? Jetzt lade ich wieder auf. Beim Kampf selber habe ich meine SP nicht aufgeladen. Oder habe ich nicht lang genug pausiert, sondern die ganze... Nee, das kann nicht sein. Hm, sehr mysteriös. Schupp, schupp. Naja, ich könnte euch, was Japanisch angeht, so ein bisschen die Grundbegriffe erklären. Ein paar Grundwörter, die man... Ja, doch, vielleicht ein bisschen Anime-orientiert. Naja, Animes sind ja sowieso relativ gut zum Japanisch lernen, weil dort die Leute sehr viel langsamer sprechen als die echten Japaner, glaubt mir.
Das Coole war, wir hatten in der Hochschule eine Japanischlehrerin, die auch tatsächlich Japanerin war. Das war interessant. Schmettern Level 7, nice. Und das hat dazu geführt, dass man von ihr eigentlich sehr gut Japanisch gelernt hat. Weil sie auch wirklich mit der Geschwindigkeit reden konnte, mit der Japaner reden. Ich meine, sie war... sie hatte einen sehr witzigen Namen. Das ist so halb deutsch, halb japanisch. Das ist so ein Doppelname halt. Möchte ich jetzt natürlich nicht sagen. Nee, nicht, dass sie zuschauen würde, aber... na, Namen sagt man da eigentlich nicht bei Let's Plays. Zip. Sehr schön. Hier ist das nächste Event, was wir hoffentlich nächste Episode hinkriegen. Oder schon diese Episode. Drei blaue. Das ist schon mal gut. Davon brauchen wir, glaube ich, sehr viel. Ich wollte gerade vier sagen, aber ich glaube, sehr viel trifft es eher. Lehm bringt nicht viel. Das hier bringt was. Nice. Und das hier bringt noch was. Eins noch von dem. Gut, Gold brauchen wir auch. Glaube ich. Egal, irgendwann brauchen wir es garantiert. Bisschen Eiszapfen. Kann ich später auch nochmal neu farmen. Kein Problem. Noch ein grünes und drei rote. Okay. Ein grünes. So. Wow, das sieht staumäßig viel blaues. Drei rote. Oh, why not? Und damit hätten wir schon... ah, zwei, noch zwei grüne. Hä? Okay. Von mir aus. Das gibt noch genau zwei grüne. Passt. Sup. Activate. Lysop ist sehr mutig gerade. Wow. Wie ruhig Robin das immer sagt. Egal, wir haben sogar unser Episodenziel diesmal geschafft, nämlich das Mittel-Event, nenne ich es mal. Das eigentlich so immer relativ direkt vorm nächsten Boss, also vom ersten Boss hier ist, steht, wie auch immer. Boing. Allerdings habe ich jetzt natürlich keine Eiskristalle mehr oder so ein Schwass. Ich gehe trotzdem mal weiter. Was soll's. Boing. Cool. Ich will erleben. Noch ein bisschen mehr Honig, please. Das Gefühl, dass ich Honig noch brauchen werde. Bam. Hier gibt es sehr viele Eiskristalle, wenn ich die Gegner erledige. Das ist doch mal... au. Nein. Okay, die Gegner können die Ranken abschlagen. Sehr cool. Bam. Einfach alle tot machen, Chopper. Okay. Wenn ich die Eiskristalle noch einsammle, dann kann ich sogar zurück. Mit gutem Gewissen. So. Bam, bam, bam. Und hier auch noch. Ah, diese Schüttel. Das geht echt auf die Hand. Nicht, was ihr jetzt denkt. So. Hier auch nochmal. Los, Chopper. Yay. Und da drüben dürfte noch Gegner kommen. Vor dem großen Mittelboss. Bam, 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 bam. Oh. Nein. Weg mit dem Schild. Ist ja doof. Jetzt habt ihr das Schild angefangen. Da ist nur eine Rutschbahn, die wieder zurückgeht. Da soll ich nicht hingehen. Bam. Okay, Eisenschrot. Nice. Kommen hier noch Gegner? Gerade nicht sicher. Nö. Okay. Na gut, dann machen wir dich noch fertig. Und dann können wir zurück mit gutem Gewissen was geschafft zu haben. Nämlich, dass wir nächste Episode den nächsten Endgegner machen können. Yay. Soll das erste Mal schon laufen müssen, dann hätte ich, glaube ich, nur 30 Episoden oder so gebraucht für das ganze Spiel. Aber gut, muss ja auch noch farmen und so, deswegen passt das schon. Schipp. Und yay. Dass die Steine auch zufällig immer in derselben richtigen Position liegen. Ich bin müde. Irgendwie mitten am Tag. Gähner.
Naja, gerne seid ihr von mir gewohnt. Es gab echt mal Zeiten, da habe ich den ganzen Tag nur gegähnt. Das war so übel. 21. Hier, Pro kriegst du. Yay. Okay, Medikamente. Ich lasse mal noch eine Heilkapsel, weil wir da wieder irgendwas brauchen dafür. Aber sonst haben wir eigentlich nichts. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ja, viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Viel Spaß mit meinen Livestreams. Ciao, Leute.